alles nur Zufall oder Schöpfung Gottes? Du kannst vielleicht das erste Bild schon zeigen, genau. Manchmal hat man ja so das Empfinden, dass wir in diesem Spannungsfeld, was hier so ein bisschen skizziert ist, leben. Auf der einen Seite hat man den, nicht nur bei der Evolution, den Bereich der Wissenschaft, die auf den Fakten sitzt. Und auf der anderen Seite, ja, die Christen, die halt mit den Fakten nichts anfangen können und oft entgegen aller Fakten, wie man so schön sagt, beharrlich versuchen, an ihrem Glauben festzuhalten. Wie bringe ich die Fakten, die Wissenschaft und das, was die Bibel sagt, unter einem Hut, wo sie manchmal doch so entgegengesetzte Dinge behaupten? Aber ist es wirklich so? Ist es wirklich so, dass, wenn wir uns dem Hauptthema Schöpfung zuwenden, die Evolution auf Fakten steht und auf der anderen Seite die Schöpfung, so wie es die Bibel berichtet, lediglich auf Glauben? Man muss es halt glauben, auch wenn alles dagegen spricht. Ist die Frage eigentlich wichtig? Man könnte ja jetzt sagen, ach, das ist doch egal, die Evolution kann von mir aus stimmen. Das ist doch gar nicht so entscheidend. Aber haben wir uns eigentlich bewusst gemacht, wenn die Evolution stimmt, dann beginnt die Bibel mit einer Lüge. Und deswegen ist es eigentlich etwas Grundsätzliches, sich hierüber Gedanken zu machen und auch eine Entscheidung zu treffen. Denn für uns ist ja klar, die Bibel ist das Wort Gottes. Und wenn die Bibel mit einer Lüge beginnen würde, wie will ein Gott, der die Wahrheit ist, so anfangen? Und deswegen halte ich es für wichtig, dass wir uns auch damit einmal auseinandersetzen. Ist Gott wirklich der Schöpfer der Welt oder sprechen die Fakten ein ganz klar anderes Bild? Ich war überrascht, als ich vor einiger Zeit festgestellt habe, dass sogar die EU in diesen Konflikt Evolution, Schöpfung eingegriffen hat. Im Jahre 2007 hat die EU folgenden Erlass an ihre Mitgliedsländer ergeben. Und zwar, wer das nachrecherchieren will, Dokument 11.297 vom 8. Juni 2007. Da wird folgende Entscheidung bekannt gegeben. Die Evolutionstheorie wird von religiösen Fundamentalisten angegriffen, die dazu aufrufen, in den europäischen Schulen kreationistische Theorien neben der sogar oder sogar anstatt der Evolutionstheorie zu lehren. Vom wissenschaftlichen Standpunkt kann es absolut keinen Zweifel daran geben, dass die Evolutionstheorie eine zentrale Theorie für unser Verständnis des Universums und des Lebenslaufs der Erde ist. Der Kreationismus in allen Formen, wie etwa intelligentem Design, beruht nicht auf Fakten, verwendet keine wissenschaftliche Beweisführung, und die Inhalte sind für den Unterricht in naturwissenschaftlichen Fächern in geradezu bemitleidenswerter Weise ungenügend. Die Versammlung ruft die Bildungsbehörden der Mitgliedstaaten auf, wissenschaftliche Kenntnisse und die Vermittlung der Evolutionstheorie zu fördern und allen Versuchen, den Kreationismus als wissenschaftliche Disziplin zu lehren, entschieden entgegenzutreten. Soweit die EU zu dem Thema. Deswegen ist es auch in deutschen Schulen untersagt, die Kreation, das heißt, dass Gott der Schöpfer ist, als Alternativgedanken gegenüber der Evolution stehen zu lassen. Es liegt also nicht an den Lehrern, dass sie nicht wollen, sondern es liegt ganz einfach daran, dass sie nicht dürfen. Aber stimmt es wirklich, was hier behauptet wird? Der Kreationismus in allen Formen, wie etwa intelligentem Design, beruht nicht auf Fakten
und verwendet keine wissenschaftliche Beweisführung? Ist es wirklich so, dass für die Schöpfung Gottes nichts spricht und für die Evolution alles? Ich will mit uns heute ein paar Fakten ansehen. Und ich denke, wenn jeder sich so ein neutrales Bild anhand dieser Fakten macht, kommt er sehr schnell zu einem klaren Ergebnis. Ich will vorausschicken, dass ich da jetzt nicht stundenlang recherchiert habe, um endlich ein paar Fakten zu kriegen, sondern es war eigentlich genau das Gegenteil. Die Vorbereitung bestand vor allem darin, was sortiere ich alles aus? Denn es gibt enorm viel Informationsmaterial. Es ist nicht mein Reisekoffer, den ich hier mitgebracht habe. Ich habe euch so ein bisschen was da mitgebracht. Wer sich intensiver in die Materie einarbeiten will und an deutlich mehr Fakten interessiert ist, dem seien die beiden Bücher empfohlen. Das eine von Reinhard Junker und Siegfried Scherer. Siegfried Scherer war ja jetzt erst in Nürnberg und hat einen sehr wertvollen Vortrag gehalten. Er ist selber Wissenschaftler und gehört einer Gruppe von Wissenschaftlern an, die gemeinsam die Wahrheit in der Kreation sehen. Ein anderes Buch, das weniger Lehrbuch, mehr Information und lebendige Information darstellt, ist von Hans-Joachim Zillmer, die Evolutionslüge. Auch da sehr viele gute Informationen, Bilder. Beides sehr zu empfehlen, wer sagt, ich möchte noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Ich bin überzeugt, dass wir uns eben nicht entscheiden müssen zwischen Glaube oder Wahrheit und Fakten. Ich bin froh, dass mein Glaube von Christus abhängig ist, von ihm allein. Aber ich bin ihm sehr dankbar, dass er, so wie wir in dem Römertext, glaube ich, auch gelesen haben, dass er uns sehr viele Belege durch die Schöpfung auch von der Größe und der, ja, Großartigkeit Gottes zeigt. Und das dürfen wir genießen, diese Fülle an Belegen, mit denen Gott unseren Glauben auch stärken will. Vorab ist es vielleicht auch noch wichtig zu sehen, dass es natürlich eine Evolution gibt, von der auch ich überzeugt bin. Man bezeichnet sie auch als Anpassung oder Mikroevolution. Das ist das, was man in der Natur ganz klar sehen kann. Das Finken zum Beispiel, so hat es Darwin ja entdeckt und kam unter anderem auf sein Ideengespinst, das Finken sich anpassen und die einen entwickeln einen längeren Schnabel, weil sie zwischen Felsen leben und dadurch dann die Würmer besser rauspicken können. Die anderen haben einen kräftigeren Schnabel, weil sie Samenkörner zerknacken müssen. Und wieder andere haben vielleicht größere und stärkere Flügel, weil sie vielleicht mehr fliegen müssen. Und so passen sich Tiere und auch Pflanzen den Gegebenheiten an. Das ist eben ein Stückchen Evolution, die ganz klar zu sehen ist und die ganz einfach auch Wahrheit ist, aber eben eine sogenannte Mikroevolution. Die Alternative daraus, die Makroevolution, der Gedanke, dass alles mit einem Urknall entstand und sich zufällig aus einer Amöbe du dich entwickelt hast, das glaube ich nicht. Und ich bewundere die Menschen, muss ich manchmal sagen, die das glauben können. Da gehört richtig viel Fantasie dazu. Ja, ich habe ein zweites Bild und das kommt der Wahrheit viel näher als eigentlich dieses Bild hier. Fakten 2. Und so ist es nämlich wirklich. Wirklich und wahrhaftig ist, dass es Fakten gibt. Es gibt Forschungsergebnisse, es gibt archäologische Funde, es gibt Dinge, die man in der Natur entdecken kann, es gibt Naturgesetze. Und aufgrund dieser Dinge sollte sich eigentlich jeder von uns ein eigenes Bild machen. Was ist Wahrheit? Die Evolution oder Schöpfung? Und ich denke, wir müssen denen, die an die Evolution glauben, auch mit Respekt begegnen. Wenn sie wirklich offen sind und zu sagen sind, ich höre mir beide Seiten an. Ich habe eine PM mitgebracht. Ich weiß nicht, wer das Magazin kennt. Es ist
kein christliches Magazin, aber es beschäftigt sich sehr intensiv mit dem, was die Wissenschaft so bewegt. Und in der PM aus dem Jahre 2002, da war folgender interessanter Artikel zu lesen. Die Paläontologen gelten als die streitsüchtigsten Wissenschaftler der Welt. Ihre Kongresse über die Entstehung und Evolution des Menschen arten oft in Schreiduellen aus. Wenn sie Ausgrabungen machen, müssen sie immer damit rechnen, dass ein anderer ihre Fundstelle besetzt oder mit fadenscheinigen Anzeigen die Polizei auf sie hetzt. Jede Menge gefälschter Unterlagen kursieren in diesem Zweig der Wissenschaft. Und immer häufiger ziehen Professoren gegen Konkurrenten vor Gericht. Auf einen gemeinsamen Stammbaum des Menschen konnten sich die zerstrittenen Paläontropologen nie einigen. Nur im Groben besteht Einvernehmen darüber, dass der moderne Mensch, Homo sapiens, zum ersten Mal vor ungefähr 500.000 Jahren auf der Erde auftauchte, nachdem er sich zuvor 5 bis 7 Millionen Jahre lang den aufrechten Gang und ein großes Gehirn antrainiert hatte. Davor gab es nur schimpansenähnliche Menschenaffen, aber selbst diese bescheidene Gemeinsamkeit ist jetzt umstritten. Einige Forscher scheren aus und behaupten, die Erstmenschen lebten schon zur Zeit der Dinosaurier, also vor ungefähr 65 Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung. Und dann geht der Artikel weiter. Wie gesagt, da geht es nicht um den Streit zwischen Kreationisten und Evolutionisten, sondern da geht es einfach um eine Tatsachenbeschreibung, wie einig sich die Evolutionisten, die Wissenschaftler, die in diesem Bereich arbeiten, sind. Eigentlich gar nicht. Es ist leider auch so ein bisschen erschreckend, wenn man sieht, was heute in den Schulen gelehrt wird. Viele von den Dingen sind aus wissenschaftlicher Sicht, aus archäologischer Sicht schon längst widerrufen. Aber da Alternativen fehlen, behält man es lieber bei. Lieber bringe ich den Kindern was Falsches bei, als gar nichts. Nichts gegen Lehrer. Wie gesagt, sie kriegen ja ihren Lehrplan vorgegeben. So zum Beispiel der Gedanke mit dem Urknall. Nächstes Bild vielleicht. Vor einiger Zeit, ich glaube vor 2 Jahren, war in Erlangen ein Kongress von Physikern, die unter anderem zu dem Ergebnis kam, das aus den Nürnberger Nachrichten, dass es den Urknall nicht gegeben haben kann. Auch die National Geographic Zeitschrift ist ja von Forschern herausgegeben. Auch diese Zeitschrift hat es vor einiger Zeit berichtet. Physikalisch ist der Urknall völlig unmöglich. Er widerspricht etlichen Grundgesetzen, Naturgesetzen. Es kann ihn nicht gegeben haben. Aber man hält immer noch daran fest, weil man hat ja keine alternative Idee. Es ist ein Naturgesetz, ein feststehendes Naturgesetz, dass feste Materie niemals aus Gasen entstehen kann. Das ist definitiv bewiesen. Und es gab einen Nobelpreis für die Entdeckung, dass es ein festes Naturgesetz ist, dass aus toter Materie niemals lebende Materie entstehen kann. Auch das, dafür gab es den Nobelpreis. Evolution behauptet genau das andere, Gegenteil. Irgendwann haben dann Aminosäuren und was da auch immer in diesem ganzen Proteine und so weiter sich so zusammengefunden, dass sie angefangen haben zu leben, sagt die Evolution. Man hat viele Jahre gedacht, dass Bakterien ganz, ganz einfache Lebewesen sind. Und mit denen muss es angefangen haben. Ich habe euch mal ein Bild von so einem ganz einfachen Lebewesen mitgebracht. Das ist ein Kolibakterium. Das schwirrt bei euch im Darm rum. Ganz einfach. Wissenschaftler forschen seit Jahren daran, diesen Antrieb, den dieses Bakterium hat, nachzubauen. Weil das eine gigantische Maschine ist. Wenn man sieht so ein paar Fäden, die sind ein Teil dieses Antriebes. Wenn es Menschen gelänge, diesen Antrieb, den dieses kleine Ding hat, nachzubauen, wären all unsere Energiesorgen gelöst. Weil dieses Ding so wenig Energie braucht und so viel Leistung bringt, umgerechnet, wenn dieser Antrieb 1:1 umgesetzt in eurem Auto wäre, es müsste anscheinend bis zu 800 km/h schnell sein. Ja, da würde man nicht mal mehr geblitzt werden. Ein ganz einfaches Beispiel der Evolution oder ein großartiger Beleg der Schöpfung. Gut,
Jetzt sagen die Wissenschaftler vielleicht, naja, fangen wir bei Pflanzen an. Mit den Bakterien, ja, ist vielleicht zu kompliziert. Fangen wir mit den ganz einfachen Lebewesen an. Ich habe euch hier ein ganz einfaches Lebewesen mitgebracht. Es ist eine besondere Pflanze. Mir hat schon mal jemand gesagt, also die würde ich mir nicht ins Wohnzimmer stellen. Diese Pflanze, es ist eine Pflanze, die Südamerika vorkommt. Es ist eine sogenannte Roridula georgians. Braucht ihr euch nicht merken. Aber diese Pflanze ist schlau. Diese Pflanze hat nämlich eins erkannt. Wissenschaftler waren lange Zeit der Meinung, es ist eine fleischfressende Pflanze, weil sie so Klebepunkte hat. Und ihr seht es vielleicht an den schwarzen Punkten, ihr könnt es euch nachher auch anschauen, da Insekten kleben bleiben. Und ja, machen ja viele Pflanzen. Es gibt ja auch in Deutschland bei uns einheimische Pflanzen, die Insekten verdauen können. Kann sie aber nicht. Wissenschaftler haben herausgefunden, die kann mit den Insekten gar nichts anfangen. Aber warum macht die das dann? Und dann hat man Folgendes entdeckt. Diese Pflanze hat gelernt, Haustiere zu halten. Es gibt eine Wanzenart, und diese Wanzenart lebt auf dieser Pflanze. Die legt ihre Eier vor allem hier in dieses Gestrüpp, deswegen hängt es da noch dran. Und dann kommen die Wanzen, also im Moment hat sie keine Sorge. Und dann kommen die Wanzen und saugen diese Tiere leer, die da drauf kleben geblieben sind. Fliegen, Blattläuse, was auch immer. Und der Kot der Wanzen ist der ideale Dünger für diese Pflanzen. Ein Beispiel für Zufall. Haustierhaltung bei Pflanzen. Völlig unintelligentes Ding. Oder ich habe euch ein anderes Bild noch mitgebracht. Dieses grüne, unscheinbare Ding links von der Fahne ist ein amerikanischer Tabak. Wenn ihr mal googelt, intelligenteste Pflanze der Welt, kommt der raus. Warum intelligent? Diese Pflanze hat auch etwas entdeckt. Und zwar ist es so, dass wenn diese Pflanze von Fressfeinden angegriffen wird, macht sie eins, sie sondert Duftstoffe ab. Und diese Duftstoffe sind Lockstoffe für Raubwanzen. Sie ruft um Hilfe. Und dann kommen diese Raubwanzen und fressen die Angreifer. Wenn sie sich satt gefressen haben, gehen sie wieder. Und wenn die Pflanze wieder Hilfe braucht, sondert sie wieder diese Duftstoffe aus. Woher will sie wissen, wie das funktioniert hat? Wie viele Millionen verschiedene Duftstoffe muss die Evolution ausprobiert haben, damit genau dieses Ding passiert? Und noch ein Bild aus meinem Garten. Das ist eine Orchideenart, eine einheimische Orchideenart, eine sogenannte Ragwurz, Bienenragwurz. Auch die ist unheimlich schlau. Ihr seht vielleicht, dass dieses braune Teil so ein bisschen aussieht wie eine Erdbiene. Aber damit ist nicht genug. Die sieht nicht nur so aus, sondern sie duftet auch wie eine weibliche Erdbiene. Und jetzt lockt dieser Duftstoff von dieser Orchidee natürlich männliche Erdbienen an. Und die fliegen und fliegen und suchen und dann sehen sie, oh, da sitzt ein Weibchen. Und dann gehen sie hin und suchen das Weibchen und bestäuben dabei. Jetzt stellt euch vor, die würde wie eine Erdbiene duften, aber wie eine Wespe aussehen. Da würden sich die Männchen nicht draufsetzen. Es gibt etliche Arten aus dieser Gattung, die alle auf ein Insekt spezialisiert sind. In Deutschland gibt es noch eine Fliegenragwurz, die aussieht eben wie Fliegen und so riecht wie Fliegen. Zufall? Also für mich sind es ehrlich gesagt klare Belege, dass das durch Zufall eigentlich nicht entstanden sein kann. Weil ein fehlendes Element und die Pflanze, das wäre alles nutzlos eher hinderlich. Es ist bei vielen Pflanzenarten so. Ich habe also einige richtig fleischfressende Pflanzen, die einen ausgeklügelten Mechanismus haben. Und wenn ein Teil aus diesem Mechanismus nicht funktionieren würde, ist die Pflanze totgeweiht, weil die sich nicht ernähren kann. Das wäre wie wenn wir ohne Mund geboren worden wären. Naja, ist halt passiert. Und dann versucht mal ganz allein ohne fremde Hilfe euch zu ernähren. Es geht nicht. Aber verlassen wir die Pflanzen. Gehen wir mal zum Menschen. Machen wir einen großen Sprung. Ich überspringe jetzt mal die Dinosaurier und schauen wir uns doch mal einfach die Evolution des Menschen an.
Ein sehr spannendes Thema, haben wir ja vorhin gelesen bei der PM. Das war lange Jahre, da erinnert ihr euch vielleicht noch, das wichtigste Bild aus den Schulbüchern. Inzwischen sehen die Bilder etwas anders aus, weil die Wissenschaftler da neuere Erkenntnisse haben. Diese Grafik hat man nicht mehr, obwohl sie ja sehr schön ist, weil sie ja eine schöne Entwicklung aufzeigt, so schräg hochgehend. Am Anfang eben zwei affenartige und trotzdem an die ersten Vormenschenformen Australopithecen. Dann kommt ein Homo habilis, ein geschickter menschlicher Vorfahre. Dann kommt der Homo erectus, dann der Homo neanderthalensis, wobei man den ja inzwischen als Homo sapiens sogar ansieht. Und dann kommen wir, ein bisschen mehr behaart, aber ein ganz normaler Mensch. So hat man viele Jahre gedacht, so ist die Entwicklung des Menschen gewesen. Aber wenn wir uns mal zu den Ursprüngen zurückbewegen, und ich habe uns da jemanden mitgebracht, nicht erschrecken. Ich habe uns Lucy mitgebracht. Lucy ist ein Knochenskelett, das man oder zumindest teilweise gefunden hat. Und aufgrund dieses Skelettes hat man beispielsweise diesen Schädel rekonstruiert. Also er ist kein echter Schädel, er ist aus Kunststoff, für alle, die jetzt Bedenken hätten. Lucy gilt als die erste Übergangsform zwischen Affen und Mensch, weil sie, ganz links sehen wir einen Verwandten von ihr, gelernt hat, erstens aufrecht zu gehen und zweitens sich eben ein größeres Gehirn anzutrainieren. Übrigens zu dem größeren Gehirn, ein Hauptargument der Wissenschaft. Aber man muss dabei sehen, wenn euch jemand sagt, na ja, wir Menschen haben ja ein größeres Gehirn als die Affen und deswegen müssen wir die Zwischenformen an der Gehirnmasse einteilen. Ein Mensch kann zwischen 1000 Kubikzentimeter und 2000 Kubikzentimeter Gehirnmasse haben. Das ist ganz normal, das ist nicht abnormal. Also jemand mit 1000 Kubikzentimeter Gehirnmasse ist ein ganz normaler Mensch. Ja? Also nur als Vergleichswert, dass die Gehirnmasse das große Entscheidende ist. Innerhalb unserer Spezies gibt es da so eine riesen Bandbreite. Aber zurück zu Lucy. Der aufrechte Gang, das ist nicht Lucy, das ist ein Schimpanse. Das habt ihr im Zoo bestimmt schon erlebt. Die können aufrecht gehen. Kein Problem. Aber ist eigentlich der zweibeinige Gang wirklich die bessere Form der Fortbewegung? Also spielt mal mit einem Schimpansen fangen. Ich glaube, keiner von uns Menschen wird es schaffen, mit unserem zweibeinigen Gang, dem vierbeinigen Gang, da hinterherzukommen. Aber egal. Nächstes Bild vielleicht. Genau, das sind die eigentlichen Knochenfragmente, die man von Lucy gefunden hat. Und ihr seht, es ist ein leichter Unterschied zwischen diesem Schädel und den Knochenfragmenten. Ich gebe ihn euch, den Unterkiefer lassen wir mal da, der klappert zu sehr. Ich gebe ihn euch einfach mal durch und ihr werdet so dunkle Flecken erkennen. Und das sind die Originalfundstücke. Und der Rest ist rekonstruiert. So wie Wissenschaftler der Meinung sind, dass der Schädel ausgesehen haben könnte. Konjunktiv. Er ist kein kompletter Schädel. Er ist nicht so komplett gefunden worden. Und während der Schädel durchgeht, merkt es euch mal, ich habe das nächste Bild. Das hier ist ein junger Schimpanse. Also ganz ehrlich, da ist nicht viel Unterschied. Und selbst Evolutionswissenschaftler sind inzwischen der Meinung, dass die Lucy den Schimpansen um Welten näher ist als uns Menschen. Eigentlich, wenn man jetzt ganz neutral an die Sache rangeht, ist Lucy unser Vorfahre in Anführungszeichen nur ein toter Schimpanse. Zu der Frage der Datierung kommen wir später. Aber wenn wir vielleicht nochmal diese Evolutionskette machen, diese Menschen, dann bewegen wir uns doch einfach nochmal in die Mitte rein. Hier. Wo man sagt, okay, lassen wir mal die Vorfahren weg. Nehmen wir mal den ersten aufrechtgehenden Homo erectus, aufrechtgehenden Menschen. Den ersten Vorfahren des Menschen. Auch da, ihr seht, da oben auch so eine Schädelrekonstruktion, wo man sagt, ja, da sind menschliche Merkmale da enthalten, aber das sind auch affenartige Merkmale.
Der Kiefer sitzt anders, die Gesichtsform ist anders, also muss das ein Affe gewesen sein. Das Interessante ist, einer der Wissenschaftler, die sehr viel da geforscht haben und Homo erectus Fragmente und Knochen und Schädel gefunden haben, hat lange Jahre ein heimliches Geheimnis gehabt. Nämlich, dass er nicht nur Homo erectus Knochen an der Fundstelle gefunden hat, sondern auch ganz normale Menschenknochen. Ist 1931 in Marokko aufgenommen worden. Ein ganz normaler Eingeborener. Er hat halt ein bisschen eine andere Schädelform. Der war nicht zurückgeblieben, war ein ganz normaler Mensch. Er ist halt nur etwas anders von seiner Knochenstruktur. Eben so wie ein Homo erectus ist. Auch da, Wissenschaftler gehen inzwischen selbst in den neuen Stammbäumen, und ich glaube, das kommt jetzt auch so langsam in den Schulen davon aus, dass man sagt, man sortiert Homo erectus aus dieser Kette wieder raus, nimmt einen Homo erogaster, nennt sich der, aber ist letzten Endes genau dasselbe. Also die meisten Wissenschaftler sind der Meinung, das ist eine Form. Aber man merkt, hier zerbricht dieser Stammbaum des Menschen nach und nach. Der war vor 70 Jahren noch viel besser, als er heute war. Heute sind viel mehr Lücken, dank der Wissenschaft. Gott sei Dank gibt's die Wissenschaft. Aber machen wir nochmal einen weiteren Sprung. Genau. Gehen wir mal zu unserem angeblich direkten Vorfahren. Den habe ich auch mitgebracht. Das hier, auch nur ein Replik, ist der Schädel eines Neandertalers. Ja, also man erkennt ihn eigentlich sofort daran, dass er diese Augenwülste hat. Die Gehirnmasse ist etwas kleiner als bei uns, aber das haben wir ja schon gelernt, Gehirnmasse ist nicht alles. Und der Schädel ist etwas länglicher hinten, ein wenig spitzer zugeformt, der menschliche Schädel ist etwas runder. So, aber ein bisschen anders ist er auf jeden Fall. Und jetzt hat, wie wir sehen können, dieser Neandertaler eine faszinierende Evolution durchgemacht im Laufe der letzten 100 Jahre. 1909 haben ihn Wissenschaftler so gemalt. Affenartig. 1952 war es schon etwas mehr menschlich. 10 Jahre später müssen wir sagen, also eigentlich ein Mensch. Und heute, wie gesagt, nicht von Kreationisten, von Evolutionswissenschaftlern. Heute gibt es ein modernes Bild. Heute würden Wissenschaftler sagen, sieht er so aus. Ganz ehrlich, diese Typen laufen doch rum. Das ist doch nicht viel anders. Es ist doch nur ein Beleg dafür, dass wir unterschiedlich sind. Und ich weiß nicht, wer von euch mal in einem Beinhaus drin war, wo aus den Gräbern die Knochen gesammelt werden. Ich glaube, bei uns gibt es weniger, aber ich habe es in Österreich mal gesehen als Kind. Ja, eine Nacht lang habe ich drüber nachdenken müssen. Aber es war faszinierend, weil mir sofort aufgefallen ist, die Schädel sind ja alle anders. Da ist überall ein bisschen was anderes. Das ist die Vielfalt, die es unter euch gibt. Weil wir eben nicht eine 0815-Lösung sind. Geklont, einfach so rausgeflutscht. Jeder von euch ist etwas Besonderes. Und das wird eben deutlich. Eine etwas andere Schädelform. Ja. Jetzt haben wir natürlich das Problem mit den Datierungen. Aber der Neandertaler ist auch da ein wunderbares Beispiel, wie das mit den Datierungen so ist. Im Jahre 2004 war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung folgender Artikel zu lesen, ich zitiere nur kurz draus, bedeutende Steinzeitknochenfunde offenbar falsch datiert. Grob falsch datierte Steinzeitfunde könnten unser Wissen vom modernen Menschen schwer verzerrt haben. In der Kritik seiner Fachkollegen steht ein umstrittener Frankfurter Anthropologe. Namen braucht man nicht. Die Universität in Oxford hat 2004 sich mal den Spaß gemacht, mit der C14 Radiocarbon-Methode Neandertalerknochen zu datieren. Eigentlich neu zu datieren. Mit die deutlich jünger. Ein Skelett, das man in Westfalen gefunden hat, wurde auf das Jahr 1750 datiert. Das heißt, dieser
Neandertaler war seit 250 Jahren tot. Wenn der das mitgekriegt hat, was man mit seinen Knochen gemacht hat. Wie kommt es dazu? Es kam ganz einfach dazu, dass die Funde so datiert wurden, indem die Wissenschaftler sagten, das ist ein Neandertaler, der muss 50.000 Jahre alt sein. Datiert, Punkt, runtergeschrieben. Und so hat man viele Sachen datiert. Nicht durch Messungen, sondern einfach durch Einordnungen, weil wir wissen ja, das muss so sein. Wenn ich von etwas überzeugt bin, dann brauche ich es ja nicht überprüfen. Und so wurde sehr, sehr viel datiert. Euch sagt vielleicht der Begriff Leitfossilien was. Man experimentiert neuerdings wieder mit anderen Datierungsformen rum. Jetzt hat man wieder Chancen, dass der Neandertaler älter wird. Müssen wir nur warten, bis neue wissenschaftliche Erkenntnisse sind. Nächstes Bild vielleicht nochmal. All das ist doch eigentlich nur ein Beleg dafür, dass es unterschiedlichste Schädelformen gibt. Das ist alles, sind alles ganz normale Menschen. Nur einfach unterschiedliche Schädel. Weiblich, männlich. Ein Aborigine hat eine ganz andere Schädelform wie ein Skandinavier. Das ist ganz normal. Die Vielfalt der Schöpfung. Das nächste Bild. Aber was ist das? Das sieht doch deutlich anders aus. Ist das der, der nach dem Homo sapiens kommt, weil er eine größere Gehirnform hat? Dieser Schädel ist ungefähr 1500 Jahre alt. Das ist ein Indianerschädel und bei den Indianern war es damals sehr beliebt, durch Binden der Kleinkinder und der Säuglinge zum Teil sogar die Kopfform zu verändern. Ihr habt vielleicht auch schon auf ägyptischen Bildern gesehen, dass manche Ägypter mit einer anderen Schädelform abgebildet werden. Anscheinend haben die das genauso gemacht. Das ist also in der Antike sehr weit verbreitet gewesen, dass man in Japan zum Beispiel mit dem Binden von den Füßen, dass man durch Bindungen und durch Manipulation bestimmte Schädelformen erreicht hat. Ein ganz normaler Mensch, bei dem ist halt manipuliert worden. Ich denke, das war ja sicher eine krasse Erfahrung, das durchmachen zu müssen, aber nichts Außergewöhnliches, ein Stück Vielfalt. Ähnlich wie, das nächste Bild vielleicht noch, wie hier. Welches ist der Hund auf dem Bild? Es sind alles Hunde, so unterschiedlich sie aussehen. Hier hat Intelligenz eingegriffen, Züchter, und haben eine Vielfalt geschaffen. Wir kennen es ja von Pflanzen, wir kennen es von Katzen, wir kennen es aus der ganzen, nur bei Hunden ist es am auffälligsten, wenn man sich denkt, wie unterschiedlich die aussehen. Stellt euch mal vor, wird es nicht geben, aber in 10.000 Jahren graben Archäologen Hunde aus und bauen da einen Evolutionsstammbaum raus. Da kann man ganz viel basteln. Ja, aber ist nicht das, gerade die Datierungen, sind das nicht die stärksten Argumente, die gegen die Kreation sprechen und für eine Evolution, dass man sagt, man weiß ja, diese Schädel, gut, bei manchen wurde getrickst. Ich habe jetzt noch was zum Thema Datierung. Ich lasse das jetzt auch nochmal da drüben durchlaufen. Am Schluss werde ich verraten, was es ist. Es ist 100 Millionen Jahre alt, angeblich. Die Frage ist eben mit den Datierungen, wie kommen die zustande? Es gibt ja wissenschaftliche Datierungsmethoden. Ich meine, bei den Neandertaler-Schädeln hat man ja dann auch wissenschaftliche Datierungen eingesetzt. Und die sprechen ja dann doch eigentlich für die Evolution. Aber es ist eigentlich folgendermaßen. Es war nicht die Datierung zuerst da, sondern die Funde. Und jetzt musste man diese Funde in ein Evolutionsmodell bringen. Und es ist ungefähr wie folgendermaßen. Ich habe hier einen Becher und hier einen kleinen Bausatz. Dieser kleine Bausatz, ups, es darf nichts verloren gehen, das ist beim Experiment wichtig, den schütte ich jetzt einfach mal hier rein. Die Anleitung brauchen wir nicht. Evolution hatte keine Intelligenz. Okay, gut. Jetzt brauche ich einen Freiwilligen. Ich suche mir einfach einen. Genau. Du kannst dich ruhig dazu hinsetzen. Deine Aufgabe ist es jetzt, hier so lange zu schütteln, halt die Hand vielleicht drauf, bis dieser Bausatz rauskommt. Von mir aus kannst du Wasser reintun, du kannst es erhitzen, du kannst
es im Frierschrank stecken, mach alles, was du willst. Du musst nur schütteln, bis es rauskommt. Ja, mal schauen, wie lang er durchhält. Jetzt sagt jeder von euch, geht nicht. Du bist erlöst. Aber die Wissenschaftler sagen, es muss gehen. Wir haben eine Idee. Schüttel mal 1 Million Jahre lang und dann beweis uns, dass es nicht gegangen ist. Und das war der Gedanke der Zeiten. Und dann haben Wissenschaftler natürlich angefangen, Modelle und Methoden zu entwickeln, mit denen man Zeiten messen kann. Wir kennen ja solche Modelle. Zum Beispiel eine ganz einfache Eieruhr oder Sanduhr. Man kann relativ einfach berechnen, wie lang der obere Teil braucht, um unten anzukommen. Und nach diesem System haben die Wissenschaftler gesagt, machen wir unsere Messmethoden. Das große Problem ist allerdings, dass sich keine der Mess- oder kaum eine der Messmethoden wirklich eichen lässt. Und das ist in der Wissenschaft eigentlich ganz, ganz wichtig, dass man Dinge eichen kann. Das heißt, dass man sagt, diese Methode ist wissenschaftlich bewiesen. Wie will ich auch etwas eichen, was Millionen Jahre misst? Habe ich Zeugen, die vor Millionen von Jahren jetzt beispielsweise gesehen haben, dass dieser Vulkan ausgebrochen ist? Keiner weiß, wenn man sagt, okay, die Uhr ist 8 Minuten und wenn ich jetzt die Uhr etwas laufen lasse und dann gebe ich sie jemanden und drehe sie dann so um und dann sage ich, okay, wie lang habe ich sie jetzt so rumgehalten? Naja, und dann wird er sagen, pass auf, jetzt ist gleich durch, dann hast du 8 Minuten so gehalten. Stimmt nicht. Ich habe sie ja gerade erst ein paar Sekunden so gehalten. Da war unten einfach von vornherein mehr drin als oben. Das sind die Probleme, die wir haben, die Wissenschaftler haben bei den Messmethoden. Oder zum Beispiel hier, eine Baumscheibe. Ich glaube, jeder von euch kann mir sagen, wenn ich ihm die Scheibe gebe, wie alt dieser Baum ist. Warum? Weil wir wissen, die Ringe, die Jahresringe, sagen 1 Jahr älter. Und wenn ich in einen Baum reinbohre und mir den Bohrkern raushole, kann ich anhand des Bohrkerns sehen, wie alt dieser Baum ist. Ich kann es auch eichen, indem ich in 3 Jahren nochmal einen Bohrkern hole und merke, da sind 3 Ringe dazugekommen. Aber die modernen Messmethoden lassen sich da eben nicht eichen. Schlimmer noch, nächstes Bild vielleicht mal. Das war am 21.07.2015 in der Spiegel Online. Die CO2-Ausstoß fälscht Alter von Gegenständen. Die Radiokarbonmethode ist das wichtigste Werkzeug für Archäologen. Sie erlaubt die Altersbestimmung. Der Ausstoß von CO2 aber verfälscht die Daten. Und in dem Artikel wird erklärt, dass die Wissenschaftler inzwischen große Probleme haben, die C14-Methode, Radiokarbonmethode einzusetzen, weil man festgestellt hat, dass Nachdatierungen immer wieder andere Ergebnisse bringen. Die Kohlenstoffverhältnisse, die gemessen werden und anhand denen man bisher das bestimmen konnte, die haben sich im Laufe der letzten Jahre schon allein deutlich verändert. Natürlich haben wir eine Klimaerwärmung und Umweltverschmutzung, aber wir hatten immer wieder auch globale Katastrophen, riesige Vulkanausbrüche. Da war die Atmosphäre richtig verschmutzt. Immer wieder hatte man das in der Geschichte. Wir wissen beispielsweise, dass in der Oberpfalz, habe ich vor kurzem gehört, dass da verschiedene Stellen existieren, wo jede Menge bestimmter Gase aus dem Erdreich entweichen. Und wo man bisher experimentiert und forscht und sagt, was für eine Auswirkung hat es. Aber diese Gase haben definitiv auch Auswirkungen auf Messergebnisse. Weil plötzlich ja ein ganz anderes Gasverhältnis ist, als ursprünglich sein sollte. Und inzwischen fällt eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht dieses wichtigste Messinstrument, die C14-Methode, einfach weg. Jetzt sagen uns die Evolutionisten, ja, wir haben noch viele andere. Wir haben beispielsweise die Kalium-Argon-Methode, braucht ihr euch alles nicht merken. Diese Methode kann Millionen von Jahren messen. Die C14-Methode kann ja nur maximal 10.000 Jahre messen, laut Erfinder. Aber
Auch diese Methode hat ein großes Problem. Damit kann man nämlich nur Vulkangestein messen. Damit kann man keine Totenköpfe messen. Die Messmethoden und die Messergebnisse, die man heute hat, haben sehr, sehr viel mit Schätzung und sehr wenig mit wirklichen Messergebnissen zu tun. Aber die Wissenschaftler kämpfen jetzt, also es kommen neue Methoden auf den Markt, aber wie gesagt, alle sind nicht messbar, alle sind nicht eichbar. Genau, inzwischen hat jeder den Kropoliten gehabt. Weiß jemand, was das war? Ja, jetzt ja. Es war Dinosaurierkot. Aber er riecht nicht mehr. Es war ein kleiner Dinosaurier. Kein Tyrannosaurus, keine Sorge. Wie gesagt, das alles waren jetzt lediglich... Also laut Forscher 100 Millionen Jahre alt. Aber wie gesagt, es gibt keine, meines Wissens nach, muss ich jetzt mal dazu sagen, keine Methode, mit der man das definitiv messen kann, weil es ja kein Vulkangestein ist. Ein anderes Problem, wenn man eben vergleicht Schöpfung, Evolution, ist auch noch Folgendes. Wir sehen, was die Evolutionswissenschaftler an Millionen, vielleicht sogar Milliarden für ihre Forschungen zur Verfügung haben. Und ganz ehrlich, wenn ich Evolutionswissenschaftler wäre, ich würde keine Ergebnisse veröffentlichen, die meine Arbeit in Frage stellen. Ist einfach so. Ich schieße mir doch nicht ins Knie. Oder ich würde sie so interpretieren, dass sie in meine Arbeit mit hineinpassen. Wenn dieselben Summen, die die Evolution zur Verfügung hat, um ihre Lehre zu bekräftigen, wenn das in die Schöpfung gehen würde, dass die Wissenschaftler bekommen, es gibt genug weltweit Tausende von Wissenschaftlern, die in dem Bereich arbeiten, wenn die dieses Geld kriegen würden, glaube ich, würde die EU einen ganz anderen Bericht verfassen. Aber das ist eben nicht so, weil die Welt mit aller Macht daran festhält, dass es keinen Schöpfer geben kann. Warum? Weil das eine Grundsatzfrage ist. Wenn es einen Schöpfer gibt, gibt es Geschöpfe, die sein Eigentum wären. Und wenn ich Gottes Eigentum bin, dann bin ich ihm auch Rechenschaft schuldig. Und dieser Gedanke ist für viele Menschen krass. Das hat beispielsweise auch einen Charles Darwin bewegt. Charles Darwin war übrigens kein Forscher, der war Theologe. Seine Tochter ist gestorben und er hat Gott dafür die Schuld gegeben. Und manche sind der Meinung, manche seiner Zeitgenossen, die ihn gekannt haben, sind der Meinung, die Evolutionstheorie war sein Werkzeug, um sich an Gott zu rächen. Darwins Frau war Christin, die hat furchtbar gelitten bis zu seinem, ich weiß nicht, wer von beiden zuerst gestorben ist, bis zum Tod, weil sie gesagt hat, immer wieder, das wird in ihren Briefen deutlich, du gehst in die Hölle, wie kannst du so etwas tun? Aber er wollte sich bewusst von Gott distanzieren. Nicht mit einem Schöpfer etwas zu tun haben, nur weil etwas in sein Bild nicht hineingepasst hat. Der Tod einer Tochter ist eine harte Sache. Aber wenn er angefangen hätte, nicht zu fragen oder andersrum nicht Gott anzuklagen, sondern einfach zu sagen, Gott, kannst du mir zeigen, was für ein Sinn dahinter steckt? Vielleicht wäre die ganze Geschichte anders gegangen. Und wisst ihr eigentlich, wer der Schöpfer ist? Wir entdecken ja schon im ersten Buch Mose, dass Gott sagt, lasset uns Menschen machen. Konkretisiert wird es in Kolosser 1, 15 bis 17. Da lesen wir nämlich Folgendes. Er, und da geht es um Christus, Jesus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Kolosser 1, 15 bis 17. Durch Christus ist alles
Gott hat seinen Sohn diese wunderbare Schöpfung machen lassen. Und du bist ein Teil dieser wunderbaren Schöpfung. Aus Gottes Sicht bist du etwas Einzigartiges, ist kein Zufallsprodukt. Du bist etwas Wertvolles. Die Passionsblume, du hast sie gezeigt, Passionsblume war sehr schön. Aber Gott freut sich viel mehr, wenn er dich ansieht. Wir sehen oft nur unsere Defizite, gerade wenn wir vorm Spiegel stehen. Gott sieht, was hinter diesen Defiziten, die es vielleicht geben mag, wirklich drin steckt. Nämlich, dass du ein wunderbarer, einzigartiger, wertvoller Mensch bist. Und dass Gott sich danach eben sehnt, dass du in einem guten Verhältnis mit ihm leben kannst. Dass du versöhnt bist mit ihm. Und dass nicht, so wie es leider vielen Wissenschaftlern eines Tages passieren wird, dass es eben nicht passiert, dass man eines Tages tot ist und feststellt, Mist, es ist nicht alles aus. Ich stehe vor Gottes Thron. Und dass dann Gott eben sagt, und, was hast du geglaubt, was hast du getan? Und dann wird ja dieses Buch der Werke aufgemacht. Und da werden ganz viele Wissenschaftler, die nie an Gott geglaubt haben, wissen, dass es Gott gibt, mit Schrecken und Zähneklappern, wie die Bibel sagt. Und deswegen sehnt sich Gott danach, uns vorher zu versöhnen. Durch Jesus wird die ausgestreckte Hand hingehalten, eben von euch, jeden Menschen. Aber jeder kann entscheiden, ob er zugreift. Amen.